keine Annäherung. Beim amerikanisch-russischen Gipfeltreffen in Genf lobten die Außenminister das Gesprächsklima, fanden aber keine Lösung im Ukraine-Konflikt. Tina ist zurück. Die 13-Jährige wurde vor einem Jahr nach Georgien abgeschoben. Jetzt ist sie wieder in Österreich, zumindest vorerst. Ich habe heute in der Kanzlei ihres Rechtsanwaltes mit ihr gesprochen. Und leere Kinos, die Covid-Sperrstunde macht den Kinobetreibern zu schaffen. Fast 50% der Besucher bleiben weg. Die Bemühungen um Entspannung im Ukraine-Konflikt sind in der vergangenen Woche auf Hochtouren gelaufen. Einen schönen guten Abend, willkommen zur ZIP-Nacht. Heute haben sich die Außenminister der USA und Russlands in Genf auf neutralem Boden getroffen. Einen Durchbruch hat auch dieses Gespräch nicht gebracht. Aber beide Seiten beteuern, man sei an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert. Die Diplomatie hat Zeit gewonnen. Glätten konnte sie die Wogen im Ukraine-Konflikt nicht. Immerhin die Chefdiplomaten der USA und Russlands begrüßen sich am Genfer See mit freundlichem Handschlag. Nach einem gemeinsamen Gespräch treten sie getrennt vor die Presse. Russland hat das ukrainische Volk nie, nirgends und nicht ein einziges Mal bedroht. Wischt Sergei Lavrov die Bedenken vor einem Einmarsch in der Ukraine zurück. Es sind Taten und nicht Worte, die den Unterschied machen, kontert Anthony Blinken. Er ruft Russland auf, die 100.000 Soldaten abzuziehen, die an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert sind. Russland hingegen fordert ein Ende der NATO-Osterweiterung und die Ukraine darf der NATO nicht beitreten. Auf diese Forderungen wollen die USA demnächst schriftlich antworten. Beide Außenminister versichern, der diplomatische Prozess soll weitergehen. Er wird wohl auch weiterhin viel Zeit und Geduld kosten. Abschiebungen von Schulkindern, die teilweise in Österreich geboren sind, mitten in der Nacht und mit Hundestaffel zur Sicherheit. Vor knapp einem Jahr haben diese Bilder für große Aufregung und für eine Krise in der Regierung gesorgt. Das grüne Justizministerium hat daraufhin eine Kindeswohlkommission eingesetzt, das türkise Innenministerium eine eigene Kommission. Trotz zahlreicher aufgedeckter Missstände im Asylsystem und Empfehlungen der Justizkommission ist danach wenig passiert, berichtet Patrick Ruska. Es sind Bilder, die zu einer handfesten Krise der türkis-grünen Koalition geführt haben. Im Jänner 2021 werden die damals 12-jährige Schülerin Tina und weitere Kinder mitten in der Nacht abgeschoben. Jahrelang hatte die Mutter von Tina Anträge auf Asyl gestellt, ist durch alle Instanzen gegangen. Am Ende musste die Familie trotz guter Integration das Land verlassen, weil kein Asylgrund vorgelegen ist. Der Aufschrei nach der nächtlichen Abschiebung war dennoch groß. Das grün geführte Justizministerium hat daraufhin eine Kindeswohlkommission unter der Leitung der ehemaligen OGH-Präsidentin Irmgard Gries eingesetzt. Das türkis geführte Innenministerium hat eine eigene Kommission eingesetzt. Der 400 Seiten Gries-Bericht hat zahlreiche Mängel bei der Beachtung der Kinderrechte in Abschiebefällen festgestellt. Bei der Umsetzung der Empfehlungen vermisst Gries Tempo. Ich bin froh, dass irgendetwas gemacht wurde. Man wird da bescheiden. Das liegt ja auch auf der Hand. Die Qualität der Verfahren muss sich bessern. Die Qualität der Entscheidungen muss besser werden. Konkrete Gesetzesänderungen fehlen bisher. Derzeit werde aber an einem Kriterienkatalog gearbeitet, um die Berücksichtigung des Kindeswohls im Asylverfahren zu gewährleisten, heißt es heute aus dem Justizministerium. Und Tina ist seit kurzem zurück in Österreich. Sie kann ohne Visum quasi als Besucherin begrenzt im Land bleiben. Die 13-Jährige ist in Österreich aufgewachsen und spricht fließend Deutsch, aber nicht gut Georgisch, was in Georgien vor allem ein Problem in der Schule war. Ich habe heute Abend mit ihr gesprochen. In der Kanzlei ihres Anwaltes Wilfried Embacher hat sie uns ihr erstes Fernsehinterview seit ihrer Rückkehr im Dezember gegeben. Tina, du bist jetzt seit kurzem wieder in Österreich. Du kannst jetzt vorerst insgesamt 90 Tage hier bleiben. Warum bist du denn wieder hier? Ich bin wieder hier, um in die Schule zu gehen und auch, weil das mein Zuhause ist. Ich bin hier aufgewachsen und in die Schule gegangen und ich will das jetzt auch gerne weitermachen. Deine Mama und deine Schwester sind noch in Georgien. Ja, genau. Leider, aber ich hoffe sehr, dass die bald zurückkommen können und wir alle gemeinsam wieder in unserem Alltag leben. Du bist hier aufgewachsen, hier perfekt integriert. Das hier ist hier dein Zuhause, oder?
Ja, genau. Ich bin hier in die Schule gegangen, in die Volksschule und jetzt ins Gymnasium. Und darum war es auch sehr schwer für mich, nach Georgien aufgeschoben zu werden. Und dort eben, dass sich jeder verlässt, dass ich dort in die Schule gehe und dort alles jetzt von neu lerne, weil ich konnte die Schrift nicht und auch nicht lesen und schreiben. Ja, ich habe mich dort auch nicht sicher gefühlt, vor allem wegen der Schule auch. Ich wollte wirklich nicht in die Schule gehen dort, weil ich hier eben gewöhnt bin und hier auch immer in die Schule gehen wollte. Und ich liebe mein Gymnasium und meine Volksschule. Hast du in deiner Zeit in Georgien Anschluss gefunden? Hast du Freunde gefunden dort? Nein, ich habe keine Freunde dort gefunden, weil ich einfach niemanden verstanden habe oder auch selber irgendwie auch nicht wollte, weil ich wollte nicht sozusagen nicht realisieren, dass ich doch dort bin. Und ich wollte so schnell wie möglich hierher kommen und zu meinen Freunden und nach Hause kommen. Und jetzt lebst du hier bei einer Gastfamilie? Ja, genau, bei meiner besten Freundin. Und ich kannte die Familie auch schon davor und darum war das auch sehr schön, sie wieder zu sehen. Und ich fühle mich sicher auch bei ihnen. Und die Hoffnung ist vermutlich, dass deine Mama und deine Schwester auch nach Österreich kommen können. Stehen die Chancen da gut? Kannst du da was dazu sagen? Ich weiß es leider selber nicht so genau, aber ich hoffe wirklich sehr. Vor fast einem Jahr war deine Abschiebung nach Georgien bestimmt ein sehr einschneidendes Erlebnis. Möchtest du darüber erzählen? Also, das ging alles sehr schnell für mich. Das war ein ganz normaler Tag. Ich dachte, ich gehe am nächsten Tag in die Schule und es wird ganz normal sein alles. Aber dann kam eben die Polizei und mein Herz hat sehr laut geklopft und ich hatte wirklich Angst, alles wieder zu verlieren. Und mir sind die Gedanken alle hin und her. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber ich hatte alle möglichen Gedanken. Was werde ich jetzt machen? Wie werde ich jetzt mit meinen Freunden Spaß haben oder werden meine Freunde noch mit mir befreundet sein oder wollen die noch Kontakt mit mir haben, wenn ich nicht mal in dem Land bin? Ja, das war sehr schwer für mich. Ich habe immer gedacht, dass ich bald hierher komme, damit ich ein gutes Gefühl eben habe, aber das ging trotzdem leider nicht, weil ich habe mich umgeschaut und es war einfach nicht zu Hause. Du hast das wahrscheinlich mitbekommen. Deine Abschiebung hat eine recht große Debatte in Österreich ausgelöst, innerhalb der Politik auch. Was sagst du dazu? Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass man nicht nur für mich, sondern also für Kinderabschiebungen eben etwas macht. Und ich denke, das ist auch sehr gut, dass es so passiert ist, alles, was passiert ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn du jetzt einen Wunsch formulieren könntest, wie würde der aussehen? Ich wünsche mir, dass ich wieder in die Schule gehen kann und dass ich wieder meinen normalen Alltag hier habe in Österreich und zu Hause bin. Du kannst erst in die Schule, wenn du das Schülervisum hast. Genau, ja. Aber jetzt habe ich allen meinen Lehrern geschrieben, ob sie mir den Stoff schicken können, alles, was ich verpasst habe. Und meine beste Freundin lernt mit mir jeden Tag. Und ja, ich bin auch sehr froh darüber, dass sie mich so unterstützt. Kommen wir jetzt zu den heimischen Kinos, die stecken in der Krise. Während sich die Corona-Regeln auf Theater- und Museumsbesuche weniger stark auswirken, trifft vor allem die auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde die Kinobetreiber hart. Die Besucherzahlen sind um fast 50% eingebrochen. Ist man mit Blockbustern à la Spider-Man noch gut über die Weihnachtsferien gekommen, wird jetzt die Luft am heimischen Kinohimmel bedeutend dünner. Das Publikum bleibt aus. Renommierte Kinos wie das Wiener Apollo müssen Schließtage einlegen und erfolgsversprechende Filme wie Morbius wurden ins Frühjahr verschoben. Aufgrund der vorverlegten Sperrstunde auf 22 Uhr haben wir keine Möglichkeit, unsere besucherstärkste Hauptabendrunde normal zu spielen. Die Forderung der Kinobetreiber ist klar. Es ist wichtig, dass die Sperrstunde wegkommt und dann brauchen wir in Wirklichkeit weltweit eine stabile Situation, dass die Produkte kommen. Und dann bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass wir auch eine erfolgreiche Kinosaison haben werden 2022. Man wird sehen, ob das Kino nach dem Ende der Sperrstundenregelung wieder abhebt. Die Blockbuster jedenfalls liegen bereit.
Und so geht es mit dem Wetter weiter. Morgen bleibt es stürmisch, meist überwiegen die Wolken und es schneit. Die größten Neuschneemengen kommen von den Kitzbüheler Alpen bis in die Hochkarregion zusammen. Länger sonnig ist es ganz im Süden, am Nachmittag lockert es auch im Osten auf. Am Sonntag schneit und regnet es in der Osthälfte noch ein wenig, von Westen her wird es sonnig. Hier geht es jetzt weiter mit den Science Busters. Von uns eine gute Nacht.